Ein ganz herzliches Willkommen zum Kochstudio im Küchenstudio am Domberg. Ich habe mich heute bei Birgit Schneider selbst eingeladen. Das sind mir die liebsten Gäste. Weil wir wollen heute mal testen, ob die Birgit auch kochen kann, weil immer lädt sie sich tolle Köche ein hier aus der Region und schmückt sich so ein bisschen, na, auch mit fremden Federn. Aber nein, ich glaube, du kannst auch selber kochen. Was hast du denn Tolles für uns vorbereitet heute hier? Ab und an kann ich auch selber kochen. Mhm. Das ist richtig. Obwohl, bei mir zu Hause habe ich auch einen kleinen Bocü, ne? Also, aber ich habe was vorbereitet und zwar saisonbedingt. Kürbis. Also wir machen eine Kürbissuppe, damit es nicht ganz so nackig ist, mit ein paar leckeren Scampis, nur in Butter gebraten. All dieweil habe ich schon mal vorbereitet. Ein kleines Brot, das dauert sonst zu lang. Schon fertig, schnuppert auch schon schön. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen. Okay. Damit man auch mal sieht, in einem Multidampfgarer geht ein Brot auch wie beim Bäcker. Ist das echtes Sauerteigbrot? Das ist ein echtes Sauerteigbrot. Ah, sehr gut. Mit Nüssen und... Die Backmischung selbst erfunden? Naja. Ein bisschen abgekocht. Aber selbst gemacht? Aber selbst gemacht. Okay, na dann. Richtig angerührt noch. Aber es hätte uns zu lange gedauert. Also vorbereitet. Also vorbereitet und dann kann es ja mal schick losgehen. An die Töpfe, fertig los. An die Töpfe, fertig los, würde ich auch sagen. Keiner da. Keiner da. Wir sind jetzt hier. Das Schlachtfeld wird übernommen. Alles gut vorbereitet. Wir haben alles, was wir warten, natürlich. Und wir heute machen ist nämlich Hexentag. Was kochen wir? Ein Liebestrank. Nein! Liebestrank. Hexensuppe. Kürbissuppe. Streitsuppe. Na gut. Streit mich ja nicht rum mit dir. Los, weißt du, wie das hier angeht? Nein. Hex, Hex. Ha! Hex! Hex, Hex! Power, wir machen einfach mal Power. Wabba, wabba. Rühr mal um hier, ihr kocht schon was. Du rührst deine Suppe. Was ist denn da drin? Spinnenbeine? Spinnenbeine, Fliegenpilz, Trompeten, Blume, Hirschhorn, ja. Kiefer. Gibt's Hirschhorn, Kiefer? Da liegen noch welche, kannst du noch welche reinmachen. Ja. Also ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal ein bisschen Zwiebelchen rein. Also wie du das machst hier, Hexe Birgit, ich bin okay. Begeistert. Da kriegt man ganz heul bei den Zwiebeln. Das ist die Oxyglykomanzonsäure. Hä? In den Zwiebeln. Was weißt du für Zeug? Du hast eine braune Strumpfhose an, du kannst sowas gar nicht wissen. Guck mal, hier, ich. Schwarz und weiß. Eben Design. Ah, na ja. Neuestes Hexendesign. Ah, spitze Schuhe. Aus, direkt Lieber aus Paris. Paris? Oh. Hexenparis. Du kannst ja dann mal eine Runde fliegen und mich mitnehmen in deinem schönen Wesen. Ja, das mache ich. Lass mal jetzt mal ein bisschen köcheln. Oh. Hexe Birgit, du hast gesagt, wir sollen eine Runde fliegen. Prost. Prost. Sehr gut. So, guck hier, dass du was lernst in deiner Hexenküche zu Hause. Guck. Bisschen karamellisieren lassen. Hexenmäßiges Zwiebel anschwitzen. Ich glaube, hier brauchen wir noch ein bisschen Power. Hexen. Guck mal, ich bin schon richtig gut hier. Hexenherd. Sollen wir nach meinem Hexenfuß und Spinnenbein. Zank, Trank und Liebessuppe gucken. Sein. Wenn ich davon pusten soll, fallen mir bestimmt die Zähne aus. Ja, viele sind es ja nicht mehr. Los, dann. Wollen wir ein bisschen leiser machen. Den Zucker hätten wir drin, die Zwiebeln hätten wir drin. Ach, ein bisschen was Scharfes hätten wir hier noch. Da wir jetzt schon mal Soßes rein haben. Hast du deine Tomate schon wieder gefunden? Oh, mein Käfer. Oh, er lebt. Er lebt noch. Nicht mehr. Er lebt wieder rein. Was kommt denn da jetzt? Für eine orangene Herrlichkeit hinein. Das ist jetzt die Innerei von dem Kürbis, den die da hier schon so schön für uns vorbereitet haben. Das machen wir immer so. Wir verursachen Stromausfälle unbekannter Art. Dann verlassen die hier das Terrain und wir breiten uns aus. Oh, riechst du das? Nee. Meine Hexennase ist verstopft. Ich glaube mir schon was fertig. Ach Quatsch. Ich hab auch vergessen. Oh, noch ein bisschen warm.
Hört eigentlich noch ein Hänsel und ein Gretel rein. Hä? Ja? Nein, heute nicht. Die kann ich nicht leiden. Kennst du die auch? Die mit ihrem Knusperhäuschen. Ja, ja, ich habe dieses riesen Knusperhäuschen mit Knusperpool vorne dran. Der mag den schon, so eine Frau. Ja, richtig. Und dann muss er doch kleine Kinder essen. Wir warten wenigstens, bis sie in die Geschlechtsreife gekommen sind. Genau, wir essen ja Männer. Genau. Wirklich noch warm. Soll ich mal hier weiter rühren, Hexe Birgit? Jo. Oder? Jo. Jo? Rühr mal. Und ich schneide schon mal das leckere Brot hier an. Mhm. Wie ging es dir denn dieses Jahr so in deinem Hexenleben? Ich sag ja, einen Mann habe ich schon verspeist. Ein Mann dieses Jahr, einen ganzen Mann. Einen ganzen. Einen ganzen. Moment. Hallo. Hexe Birgit, meine Suppe ist ja gleich fertig. Ah, oh Mann. Ein paar Minuten brauche ich schon. Na, du zauberst ja auch schon wieder. Ich brauche ja nur noch ein bisschen Bälte. Etwas Brühe. Ablöschen. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen Sud gebrauchen. In meinem Hexengarten wachsen dieses Jahr gar garstige Kürbisse. Garstige Kürbisse. Ein Jahr angesetzt. Die hat die Beeren. Da wird man schön besoffen von Frost. Frost. So. Hexenbeeren-Schnaps. Sieht doch schon jetzt interessant aus. Es wird doch ein Liebestrank. Es wird ein Liebestrank. Ingwer wird es ein Liebestrank. Ich weiß. Hexe Birgit, Hexe Birgit. Jo, lecker. So, das muss jetzt reichen hier. Wir holen das alles raus. Yum. Fliegenpilz da heute. Gar kein Fliegenpilz. Dann nimm doch den grünen Knollen. Der ist ja schon drin. Neue Mischung. So, ein bisschen könnte man noch aufgießen. Wir benutzen die moderne Technik. Was würden wir nur sein ohne Wasserkocher? Oh, da läuft doch gerade die Brille an. So. Wenn mir ja nicht passiert, ich habe ja eine Placebo-Brille. Was machen wir? Aber sie macht intelligent. Ja. Hinein. Ordentlich hinein. Das ist brennend auf der Zunge. Liebestrank. Liebestrank. Das ist brennend auf der Zunge. Es muss brennen. Bis runter. Ja. Ja. Den sieht man sogar. Kannst du wieder wegstellen. Wir haben jetzt in deiner Suppe Zwiebelzucker, Kürbis, Ingwer, Pfeffer und Hexenhüftgold. Chili. So, hier quackert's schön. Lecker, lecker. Und jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen vor sich hin knüffeln. Mhm. Und schmecken das dann nachher nur noch ab. Deine Suppe ist schon lange fertig. Hexe wieder geht von Domberg. Ja, leg was unter, sonst kriegen wir einen Anschiss. Sonst merkt jemand, dass wir hier gewesen sind. Das wollen wir natürlich nicht. Warte, gib her. Wer kann schon Suppen kochen, die kalt sind? Weg damit. Ja, Hexe vom Ringberg. Ja, wir auf dem Ringberg. Wir lassen kochen. Ach so. Da siehst du, die dumme Hexen, die müssen alles selber machen. Ringberg, wir lassen kochen. So. Wenn das hier ein bisschen rumbredelt, naja, ich sag doch, Ringberg-Hexe, es ist nicht mehr normal. Schön, guck mal, jetzt kriegt's Feuer. Wir haben einen nächsten Ofen, wa? Garnelen rein, bisschen Pfeffer drüber, etwas Salz, aber nur Müh. Wie beim Spinnenbein, immer nur ein Müh. Muskatreibchen. Lecker. Wir wollen es ja ein bisschen Hexe schmecken.
Rüber damit. Die Garnele ist ja eine Erfindung der Hexen von... Von der Nordsee? Ja. Ja. Die hatten wir ja früher wieder? Nicht. Nö. Nö. Aber in der Ostsee? Naja, die kleineren. Ja. Aber Nordseekrabben. Schon. Toll. Ist schon. So. Wollen wir den Zauberstab nehmen? Der Zauberstab. Alles zu Brei gemacht. Guck mal, was die für eine schöne Farbe hat. Lecker. Kann doch jeder, oder? Ein Zauberstab, schon mal ein Zauberstab. Ja, bitte. Du kannst ja schon mal abschmecken. Na, ich hol doch was schmeckt. Zickenbein? Hm? Fliegenbein? Hm? Spinne. Spinne. Hm? Aber sonst schon sehr delikat. Nächste Birgit, sag uns doch noch mal, was da alles drin ist in der Suppe. Also, Zwiebel. Hm? Bisschen mit Butter angedünstet. Hm? Ein bisschen Zucker dazu. Karamellisieren lassen. Alle Zutaten wie Ingwer, Chili, geriebene Muskatnuss, geriebene Nelke. Hm? Pfeffer, Salz abschmecken. Mehr muss nicht sein. Bisschen geschlagene Sahne drin. War die schon drin? Die da sind doch hier drin. Ah, sind woanders drin. Gut. Lecker Nussbrot. Das essen wir dann dazu. Die Skampis, die kommen als Beilage so schön obendrauf. Noch einmal umrühren und ab in die Suppenterrine. Diese kleinen Kullerchen! Liebe Gäste, Sie bekommen heute eine Kürbissuppe mit ganzen Früchten. Ja, war gut! So, mach ein paar rein. Ich mache einen Deckel wieder drauf. Ungerade Zahlen. Dass die Suppe nicht kalt wird. Wie immer. So. Ungerade Zahlen. Hast du mitgezählt? Richtig, 5. 5. Wie sich's gehört. Oder? 7. Oder 13. Hexe vom Domberg, du musst wieder auf den Domberg. Ich muss wieder auf den Ringberg ans Himmelreich. Wir lassen den Menschen unsere Suppe einfach da, oder? So, für die Menschen ist alles vorbereitet. Aber die werden wohl die werden sich freuen, wenn sie die Suppe gegessen haben. Birgit, ich glaube, du hast einen Schuss. Ja, einen Hexenschuss. Wir müssen weg. Ha 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 ha!